Und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3, zum Remake. Ich muss hier mal eben kurz mein Gamepad entwirren. Das hat sich nämlich gerade über meine Kopfhörer hier verheddert. Ja, wir sind beim letzten Mal hier angekommen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier eigentlich sind. In der U-Bahn-Station müsste das eigentlich sein. Achso, das... Innenstadt Redstone Street Station. Das müsste eigentlich das sein, wo wir jetzt sind. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Ich habe die Steuerung ein bisschen angepasst. Das Laufen war nämlich jetzt... Genau, das war nämlich jetzt oben auf der Taste. Und hiermit konnte ich zielen. Genau, mit unten muss ich dann schießen. Okay, gut. Dann schauen wir noch mal eben ins... Das war nicht das Inventar. Ins Inventar, weil ich mich am Überlegen war, ob ich eventuell... das Schießpulver wegtun soll. Andererseits, wir brauchen ja auch Munition, deswegen es ist so ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt das Sturmgewehr erstmal reinlegen soll, sodass wir Platz haben. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Andererseits haben wir momentan nicht allzu viel Munition. Ich würde sagen, wir kombinieren erstmal kann ich das jetzt mit der Waffe auch direkt kombinieren? Nein, kann ich natürlich nicht. Da war Nachladen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt erstmal 26 noch als Vorrat. Früher konnte man das mal ordnen. Das scheint jetzt hier aber nicht mehr. Achso, doch mit X, wenn ich da nicht reingehe. Okay, mit X. Gut. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein Kraut dabei und immer noch 5 freie Plätze. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Bin mir nur halt, wie gesagt, nicht so sicher mit dem Sturmgewehr. Im schlimmsten Fall müsste ich halt nochmal hin und her laufen. Ich schaue auch hier nochmal eben, aber ich glaube, hier habe ich nichts vergessen. Dass da irgendwas liegt oder so. Nee. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Abschnitt. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit dem Zielen. Ach so, eine Sache wollte ich allerdings noch einstellen. Da weiß ich gar nicht, wie es aussieht. So, nee, da brauche ich doch nichts umstellen. Dann gehen wir mal hier raus. Oh. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich ausweiche. Das hätte ich vorhin mal eben gucken sollen. Ah ne, ich glaube, das hat ihm den Kopf weggeflattert. Okay. Gut. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich habe gar keine Ahnung. U-Bahn-Station. Müssen uns wahrscheinlich irgendwo links halten. Oder müssen wir dahin? Ah, wo der rausgekommen ist wahrscheinlich. Okay, das ist Ausweichen. Ich hoffe, hier links kommt jetzt nichts. Munition, Munition. Oh, lecker. Da hinten ist einer am Fressen. Oh, da ist noch einer. Irgendwie hört sich das die ganze Zeit an, als ob von rechts auch einer kommt. Trau dem nicht so ganz. Aber der scheint tot zu sein. Okay. Ist hier dann noch irgendwas drin? Nicht. Also ich möchte ehrlich gesagt gerne Munition sparen, weil wir ja noch nicht so viel davon haben. Aber ich befürchte, dass die Zombies hier sowieso alle wiederkommen. Nicht wiederkommen. Dass wir sowieso hier wiederkommen müssen. Da ist schon wieder so ein blödes Schloss. Okay. Oh, was ist mit euch, Jungs? Bleibt ihr da drin oder kommt ihr jetzt raus, wenn ich da rumlaufe? Ah, hier kann mit einem Bolzenschneider aufgemacht werden. Ich traue dem Braten nicht. Oh, da sind auch noch so welche.
Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ich glaube, das hätte ich jetzt in dem Moment auch gesagt. Ich muss das löschen. Okay, kann man da irgendwas mit verwenden? Wahrscheinlich gehen die dann... Kommen die dann hier alle durch? Ah, das sind Fass... Ah. Ich hoffe, hinter mir kommen die jetzt nicht gleichzeitig auch noch raus. Hallo, darf ich was machen, bitte? Okay, die hinten sind nicht rausgekommen. Noch nicht zumindest. Ach, da unten sind schon wieder ein paar von den Kerlchen. Ah, da ist aber auch irgendwas. Kann man da drauf schießen? Ja, die hat's erwischt. Okay. Aber nicht so richtig. Also die schütteln sich da einen ab. Kann ich ja nochmal drauf schießen? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Ach Leute, hallo. Also man merkt schon, ich bin die Pro-Gamerin 2020. Nicht. Okay, was ist mit euch? Steht ihr nochmal auf? Ich glaube, der ist tot, oder? Ich gehe immer lieber auf Nummer sicher. Also, ach so, die... Die wurde zwar gefressen, aber... Na gut, okay. Oh. Und sie hat sich überlegt, doch nochmal aufzustehen. Habe ich die nicht gerade noch abgeschlachtet? Das war die einzige, die ich jetzt nicht abgeschlachtet habe. Kann das sein? Na toll. Na gut, ja, wie ihr seht, haben wir jetzt schon nicht so viel Munition. Ist hier irgendwas draußen? Oh, Moment. Schießpulver, ah, cool. Da fällt mir übrigens ein, da wo ich eben gewesen bin mit den Zombies, da war doch noch eine Kiste zum Kaputtmachen. Da sollte ich vielleicht nochmal eben hinlaufen. Weil das vergesse ich sonst auf jeden Fall gleich. Ich hoffe jetzt nur, dass die jetzt hier nicht aufstehen. Ach, die ist schon... Okay. Die ist schon kaputt gegangen gerade. Gut. Sehr gut. Aber die Jill ist so lahmarschig, obwohl ich ja am Sprinten bin, streng genommen. Also am Laufen, das ist echt... Wie soll die denn bitte so von Nemesis abhauen? Das ist eine Tür, das sieht nicht gut aus. Oh. Okay, schön liegen bleiben. Ich will nur das Schießpulver haben. Wir hätten hier Musik. Hier ist auch nochmal ein Schloss drin. Küche. Lohnt sich das jetzt in die Küche zu gehen? Ah, ja, es lohnt sich. Hier ist ein Speicherraum. Sehr schön. Beziehungsweise doch, eine Schreibmaschine ist auch mit dabei. Und ein Schmuckkästchen. Cool. Dann schauen wir doch mal direkt nach. Ja, ich weiß, komm, nerv nicht. Ich weiß, dass ich die untersuchen kann. Das ist ja im anderen Teil auch so gewesen.
Falsche Taste zum Drehen. Ah, ein rotes Juwel. Okay. Kann man den eventuell... Ich weiß nicht. Aber sonst wüsste ich nicht, wo man den einsetzen könnte. Ob man den eventuell in dem Ding einsetzen kann, wo wir gerade herkamen. Moment, dann würde ich erstmal sagen, dass ich das rote Juwel... Nee, ich will es verstauen. So. Dann das grüne Kraut möchte ich auch verstauen. Okay, ja, das mit den Ordnern ist jetzt gerade nicht so... Was haben wir denn hier? Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Okay, dann möchte ich das auch verstauen. 30 haben wir ja noch dabei. Das heißt, ich werde erstmal das Schießpulver hier drin lassen. Denke ich. Ich bin mir nicht sicher. Oder soll ich aus einem vielleicht... Komm, sonst mache ich aus einem beziehungsweise aus zwei... Mache ich vielleicht dann doch nochmal Munition. Das können wir doch bestimmt. Ja, aber 60 ist jetzt voll, glaube ich. Das Grün hieß, meine ich, dass es voll ist. Ja, speichern ist immer wichtig. Ich speichere einfach mal da drunter ab. Das ist also die erste Runde, da speichere ich eigentlich immer so häufig wie möglich. Weil wenn mir dann doch irgendwie so ein blöder Fehler unterläuft, ja, dann ist das halt scheiße. Oh, die Frage ist, kann ich da durch? Die stehen wahrscheinlich später nochmal auf, oder? Oh ja, ich kann da durch. Die stehen jetzt auch auf. Kommen die da durch, wenn ich hier warte? Weil ich hier eigentlich schon besseres Sichtfeld hatte. Oder kommen die dann nicht durch? Mal eben gucken. Wieso? Damit zoome ich. Okay. Es ist auch ein großer Bereich. Eigentlich müsste ich da jetzt rauslaufen, ne? Denke mal, da ist ein roter... Was ist denn das hier? Ach so, Feuerlöschhydrant. Hä? Ach so, das ist der Bereich, wo ich herkam. Das ist gar nicht der. Okay, sie kommen. Sie kommen. Dann doch lieber hier drin, wenn die schon so nah sind. Komm rein. Komm rein. Ja, komm. Machst du die Tür jetzt auf? Ich habe die jetzt extra offen gemacht. Aufgemacht. Offen gemacht, volles Deutsch. Irgendwie sind die ein bisschen dumm, kann das sein? Na komm, komm, komm! Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Mein Plan war eigentlich, dass ich denen nicht direkt in die Arme laufe. Boah, ist das scheiße mit der Tür. Komm, da kann man doch nicht mal ausweichen. Ey, bleibst du mal hier? Okay, hätte ich das jetzt vorher gesehen, wäre das natürlich einfacher gewesen. Na gut. Wo bin ich denn jetzt hier? Moment. Nein. Och, warum gehe ich immer da drauf?
Geht in alle Richtungen, geht das weiter. Hier kommen jetzt auch bestimmt irgendwie Hunde oder so, ne? Ach, das kann man gar nicht öffnen, okay. Ich habe das irgendwie im Kopf, dass im Anfangsbereich irgendwo Hunde waren. Wenn sie es so gelassen haben, natürlich. Ich weiß nicht, ob sie es so gelassen haben. Da ist noch was zum Einsammeln. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Der ist tot. Hier bin ich mir nicht so sicher. Ich denke mal, die steht später nochmal auf. Schießpulver, sehr schön. Da drin ist nichts, oder? Nee. Okay. Links komme ich nicht weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Da kommen wir doch auch noch rum, oder? Ah, ich denke ja immer an... Ah, Pistolenmunition, sehr schön. Wenn auch nur wenig. Also es sind immer nur ein paar Schuss, die man bekommt. Da oben ist noch eine Tür. Können wir da rein oder sind da Zombies? Okay, es sind definitiv Zombies da. Die noch nicht aufstehen. Wahrscheinlich dann erst im Nachhinein, bei meinem Glück. Oh, guten Tag. Sie haben etwas Fäulnis im Gesicht. Okay, ist da denn irgendwas in der Ecke? Weil hier vorne geht es auch noch... Oh, was ist das? Ah! Ein ein Löschschlauch. Sehr geil. Okay, dann kann ich das gleich freimachen. Da hatte ich jetzt nicht gesehen, dass irgendjemand drin war. Was aber nichts heißt. So, dann haben wir noch die Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los, Patronen holen. Ich schieße die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Ah, ist das etwa ein Hinweis darauf, wo wir unsere Schrotflinte bekommen? Ich hoffe, hier kommen jetzt keine Zombies raus. Eine Handgranate, sehr schön. Noch nicht brauchbar, aber sehr schön. Was habe ich jetzt bekommen? Ach so, da ist ein... Da ist ein Schloss drin? Nee, ich will doch das nehmen, was hier drin ist. Schießpulver. Leute, macht mich doch nicht verrückt hier. So. Ach, hier. Aber wir haben immer noch keinen Bolzenschneider. Das ist natürlich... Oder? Nee, haben wir nicht bekommen, ne? Ah, das ist Mist, das ist Mist. Okay. Ich traue dem Braten dir ja immer noch nicht so richtig. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Errungenschaft. Wir haben den ersten Charlie gefunden. Heißen die alle Charlie? Nee, ich glaube, die haben unterschiedliche Namen, oder? So, was bist du denn? Ach, dich können wir auch wieder nicht öffnen, ne? Oh, ist das nervig. Normalerweise müssten wir doch hier irgendwie einen Dietrich oder sowas bekommen. Also nicht hier, aber im Spiel. Das ist doch sehr, sehr nervig, weil dann müssen wir diese ganze Strecke nochmal zurückgehen. Moment, hier liegt was. Kite Brothers, Eisenbahnleitfaden.
Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nur das Schloss. Kriege ich schon Schluck auf? Ah, was ist das? Keine Reaktion. Tja. Können wir hier anscheinend auch noch nichts machen. Ja gut, dann gehen wir erstmal gucken, ob wir den Edelstein eventuell einsetzen können. Ich traue dir immer noch nicht. Dass sie liegen bleiben, finde ich echt ekelhaft. Weil, das ist nie etwas Gutes. Oder hinten sind sie auch schon wieder. Gucken wir mal eben auf der Karte. U-Bahn-Büro. Achso, da war ich gerade drin. Wir sind am Fressen. Da komme ich doch bestimmt. Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich jetzt erstmal gerne gucken, ob wir... Wie muss ich denn jetzt laufen? Moment. Ach so, da bin ich auf der anderen Seite rausgekommen, genau. Würde ich jetzt erstmal gerne gucken, ob wir das einsetzen können ganz am Anfang. Ah, das Schlimme ist wirklich, ich traue es den Zombies noch zu, dass sie noch später aufstehen. Ich bin ja viel gewohnt durch Resident Evil. Jetzt muss ich mal eben gucken. Links ist... Nee, links ist der Feuerlöschhydrant gewesen. Ich wollte aber Richtung U-Bahn-Station. Genau, ich muss rechts rumgehen. Aber wie kam ich denn da jetzt rum? Was machst du denn hier? Triffst du den mal? Okay. Munition, sehr schön. Dann gehen wir mal hier durch, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich hier gewesen. Ob das jetzt wirklich die Strecke zurück war? Ich meine ja. Ah ja, genau, hier. Ich muss mir sowieso erstmal ein bisschen Überblick jetzt wieder verschaffen, wo ich eigentlich bin und was ich jetzt alles getan habe. Das ist so ein bisschen... Dann, Moment, dann schauen wir mal eben die Granate und so, bevor ich das vergesse. Die können wir schon mal direkt hier reintun, weil die brauchen wir ja erstmal nicht. Den Schlauch lasse ich mal drin, weil den brauchen wir bestimmt noch. Schießpulver. Im Moment haben wir noch gut Munition. Die Frage ist natürlich, ob wir die auch später noch haben. Und ich hätte schon gerne noch ein bisschen Schießpulver übrig, damit wir die anderen Sachen machen können. Es ist jetzt wirklich blöd. Ich meine, das ist normales Schießpulver. Das ist beides normales Schießpulver. Ich würde sagen, eins verstaue ich erstmal. Dann habe ich drei frei. Ich würde dann gleich noch ein viertes frei haben, weil wir ja noch die den Feuerhydrant machen. Also ich denke mal, dass das dann frei wird. Ich weiß es nicht genau. So, ach so, das haben wir aber in der Kiste, ne? Das müssen wir erstmal rausholen. Herausnehmen, genau. Gucken wir mal. Ich meine nämlich, hier waren so bunte Dinger. Doch, das sieht gut aus. Benutzen. Ah, perfekt. Also werden wir wohl noch einen grünen und einen blauen holen können. Ah, schon wieder eine Handgranate. ich meine, ich weiß, wir brauchen die Handgranaten ganz sicher noch gegen Nemesis und so. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne haben wollte. Na gut, das verstauen wir erstmal. Lassen dann soweit alles im Inventar.
Aber ich habe gesehen, dass unsere Zeit jetzt schon längst abgelaufen ist eigentlich und wir sogar schon ein bisschen drüber sind. Deswegen würde ich sagen, ist das hier eigentlich ein perfekter Cut, wo wir mal eben speichern können und direkt das Video beenden können. Wir werden dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen und da weiter gucken, wo wir eben aufgehört haben, wo die Zombies rumgetorkelt sind. Weil der Edelstein hat uns ja jetzt noch nicht so viel gebracht. Wir müssen gucken, ob wir nicht irgendwo noch einen Dietrich herbekommen. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir nicht so ein, wie nennt es jetzt, so ein Bolzenschneider irgendwo noch bekommen können. Die guckt ja auch leicht apathisch irgendwie gerade. Ich glaube, die will eigentlich lieber wieder nach Hause gehen. Sie ist schon völlig, abgearbeitet für heute. Ja, ich mache es kurz und schmerzlos, damit Jill sich mal eben etwas ausruhen kann bis zur nächsten Folge und sag mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.